Am dritten Tag des Filmfests setzt sich das Festival in Bewegung. Der Hamburger Verein A Wall is a Screen baut seinen Beamer in der Dresdner Neustadt auf und projiziert Filme an Hauswände. Also hier an der Schauburg zeigen wir einen Film, der sich mit dem Verkehr befasst, weil hier ist es ja auch sehr laut, Straßenbahn, Autos. Deswegen ist uns spontan das Thema Verkehr eingefallen. Und das ist auch eine große Chance für den Kurzfilm, einfach mal ein bisschen größeres Publikum zu erreichen. Und einfach ja auch Anregungen, Motivation, vielleicht auch selbst mal was im öffentlichen Raum zu machen und einfach einen schönen Abend mit uns zu verbringen. Ich finde es auch prima, eine gute Idee. Mag aber was ganz anderes. Ich bin Dresdner und so habe ich Dresden zumindest bis jetzt noch nicht gesehen. Schön, schön. Also auf jeden Fall cool und bitte wieder machen sozusagen. Im kleinen Haus lädt das Filmfest zum Empfang. Bei der Performance der Sandkünstlerin Anne Löper haben Filmemacher und Förderer Gelegenheit zum Austausch und Kontakte knüpfen. Wir erhoffen uns ein paar interessante Kontakte und vor allem, dass man sprechen kann über Kooperationen für die Zukunft, weil es gibt halt große und kleine Projekte in Dresden und ich glaube, es ist langsam Zeit, die mal ein bisschen zusammenzuschließen. Man steht halt hier und dann sieht man und erfährt, was andere Leute so machen. Das gibt einem ja selber auch wieder gute Ideen für Sachen, die man selber auf die Beine stellt und sowas. Ist, so ein Austausch ist halt immer spannend. Wir sind deswegen hier, weil wir das Filmfest auch fördern als Land und dann auch sehen wollen, was daraus entsteht. Eine Etage höher ist die Bühne freigegeben. Seit 10 Jahren organisiert das Filmfest ein Austauschforum für junge Animationsfilmer. Bei Open Stage können sie die Ergebnisse ihrer Arbeit diskutieren. Es ist immer wieder schön, den Film Leuten zu zeigen. Ich glaube, bei uns Animationsfilmern noch ein bisschen schöner, weil wir einfach unheimlich viel Zeit im Keller verbringen, bis solche Sachen dann fertig sind. Und dann geht man natürlich gerne mal raus und zeigt den Leuten. Im Thalia laufen in der Reihe Vision One Shot Filme, die ohne Schnitt auskommen. Der Film als einzige Sequenz kann Raum und Zeit extrem verdichten und ist eine logistische Herausforderung für die ganze Crew. Das Hochschulmusical Spatzen wurde trotzdem in einer einzigen Nacht gedreht. Es ist für alle Beteiligten, glaube ich, eine besondere Herausforderung, weil es einer großen Choreografie bedarf. Es gibt zum Beispiel eine Kulisse, die am Ende auch wieder auftaucht und die mussten ein paar Helfer dann ein paar Häuser weiter schaffen und die sozusagen dann wieder aufbauen. Und das war sehr spannend, auch ob das dann alles klappt. Es wurden, glaube ich, 11 bis 12 Versuche gestartet, davon wurden 2 bis 3 wirklich zu Ende gemacht und der allerletzte war es dann auch. Und es war dann für alle Beteiligten noch eine große Erleichterung. Und nun die Filmtipps. Also ich würde sehr den Klavierstürmer empfehlen. Das ist ein Film, der eine sehr interessante Wendung hat in sich. Es geht um einen Mann, der einen Blinden spielt und der in die Wohnung von Leuten gelassen wird, sehr vertrauensvoll, als blinder Klavierstürmer. Und die Handlung wendet sich in einer sehr interessanten Art und Weise. Logjam, because they're funny and they're very short. They're very simple. I think that it makes the whole audience laugh. Hinterm Zaun, ein Film, der unheimlich viel Mut macht zum Leben, der sehr schöne Kameraeinstellung hat, der eine tolle Kamera hat, der toll geschnitten ist. Also ein ganz, ganz fantastischer Film.